Hey, Kinders, willkommen zum heutigen CSGO Overwatch. Wieder in der Direktaufnahme mit Musik. Man kann es kaum hören. Ich weiß auch nicht, wie laut ich überhaupt machen muss, dass ihr sie hört. Ich höre sie ganz leise im Hintergrund rumdödeln, weil ich sie live eben spielen lasse. Und bin gespannt, ob ihr da auch was hört. Ich habe es jetzt gerade auf 25%. Ich weiß nicht, ob man da wirklich durchgucken konnte durch die Flamme, mein Freund. Und das war schon ziemlich, wow, habt ihr das gesehen? Wie er durch die Wand komplett auf dem Kopf ist. Er hätte durchgehend den Knopf gedrückt. Ja, ich würde sagen, da haben wir ihn doch schon, zumindest was Aim Assistance angeht, erwischt. Er nutzt ja auch wie die Vorgänger den Aim Assist wie einen Wallhack. Aber, was jetzt noch wichtiger ist, guck mal, wie er rumzappelt, der Vollidiot. Wichtig ist es jetzt zu gucken, ob wir hier wieder ein Spiel haben, in dem eben viele Leute cheaten. Oh! Okay, das ist schon wirklich mehr als nur Ultra dreist. Also warte mal kurz. So 28, 20. Ich gucke einfach nur gerade nach den Stats. Ich weiß, nach den Stats kann man eigentlich nicht wirklich gehen. Vor allem, wenn sie sich nicht großartig unterscheiden. Aber so ein bisschen kann man da schon nachschauen, auf jeden Fall. Er hat auch keine Skins. Logisch. Nun ja, ja. Das war die letzten paar Male immer wieder sehr interessant. Weil wir bei den letzten zwei nicht, aber immer davor, ich glaube bei den letzten 10 Overwatches davor hatten wir Cheater-Lobbys. Also wo durch den Trust-Faktor Cheater mit Cheater gespielt haben und maximal ein oder zwei normale Menschen mit dabei waren. Und eben keine eigentlich abgetriebene Missgeburten, so ungefähr. Und, oh shit, Mann. Ja, aber ich glaube, es ist gerade schwierig zu erkennen, weil er wirklich alles umholzt. Also da müsste ja schon einer richtig hart am Reinragen sein im Gegnerteam, damit es überhaupt was wird. Hey, habe ich mir gerade die Dinge weggemacht? Ja, habe ich. Hallo? What have I done? Hallo? So, sorry. Da ist das Mikrofon einfach irgendwie anders. Okay, warum flasht er überhaupt? Eigentlich haben die null Chance. Also, er hat so dreist an. Das ist einer. Ich glaube, das ist der dreijährigste Cheater, den ich jemals gesehen habe. Der dreisteste Cheater, den ich jemals in einem Overwatch hatte. Er hat uns richtig gezeigt. Guck mal, was ich kann. Und aimt nur auf den Kopf, durchgehend, durch eine Wand. Eben während er läuft. Das ist Wahnsinn. Da ist einer close und zwei on-spot. Er holt die durch die Wände einfach. Oh, 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 oh. Wird er da etwa weggeholt jetzt? Oh mein Gott. Und hat er, Kalf. Lass mal kurz schauen. Kalf. Hat keinen hohen Ping, zumindest jetzt nicht. Es könnte sein, also hat er einen hohen Ping. Hoppala. Es könnte sein, dass er Fake-Lag hat, also der Gegner. Möglich. Es ist möglich. Dass der Gegner gerade mit Fake-Lag rangegangen ist. Ja, das haben wir eben die letzten 30 Spiele, sag ich mal, festgestellt, seitdem es Trust gibt, dass die Lobbys, in denen Cheater gegen Cheater spielen, immer mehr werden, immer öfter erscheinen. Und das ist auf jeden Fall ein Trend, der schön zu sehen ist, ganz klar, weil es ist ja wichtig, es zeigt, das Trust-System funktioniert. Es ist halt dann nur wirklich sehr bitter, wenn man selbst so schlecht getrustet ist, dass man in so einem Spiel drin ist. Also sagen wir jetzt mal, da sind eben acht Hundeböcke und zwei normale Spieler am Start, dann ist das schon wirklich höchst bitter. Wenn du in so ein Spiel reinkommst und eigentlich abranken willst und dir auch was aus dem Spiel machst, also dich wirklich reinhängen möchtest, aber in so eine Lobby kommst, da kriegt ja jeder Anfänger direkt ins Gesicht geschlagen. Es ist ja wirklich ein Schlag ins Gesicht, also ein Instant. Da hat er eben versucht, kurz ohne Cheats zu spielen und hat natürlich nichts hinbekommen. Weil, wie wir wissen, alle Cheater eigentlich auch in-game natürlich überhaupt nichts drauf haben, also gleich null. Ja, das ist einfach Kacke. Das ist wirklich scheiße, weil jeder Anfänger, der in so einer Lobby ist, sich sagt, wow, was geht hier ab? Das bringt ja gar nichts. Und dann gehen sie wieder. Wieso beide da on-spot stehen? Ich bin jetzt schon wieder, oder wie immer, sehr spät. In den letzten paar Tagen, Wochen kriege ich die Aufnahmen immer nur extrem spät rum. Mein ganzer Rhythmus hat sich jetzt so unglaublich verschlechtert, dass ich des Öfteren wirklich bis um 6 oder 7 wach bleibe. Und tagsüber komplett im Arsch bin und dann da rumpennen und so ab 20, 21 Uhr erst richtig wach werde. Das ist wirklich kacke. Ich muss es unbedingt wieder ändern, ich weiß. Aber ist nicht so leicht. Nicht so leicht. Das Spiel ging. Ach, ist das hier auch die gesamte Spielzeit? 38 Minuten, 59 Sekunden. Ist aber echt ein schnell ausgespieltes Spiel. Oder es sieht zumindest so aus, als wenn sie ausspielen würden. Bei einem 12-11. Immer ein. Achso, warte mal, wie? Wie machen sie das eigentlich? Waren die Tees so weit hinten gelegen? Da habe ich nicht drauf geachtet. Falls ja, ist es ja noch schlimmer. Wisst ihr, man hat dann schon 11 Runden oder sowas. Und die Tees 0.
dann rennen sie los, also nicht null, aber, ne, und dann legen sie los. Das ist natürlich echt bitter, ultra bitter. Zwei auf A, einer blendet auf B als T, der eine CT rennt da hinten noch rum. Ja, und ist weg. Also komplett witzlos für die Mitspielenden. Ich habe jetzt nicht wirklich andere Cheats entdecken können. Ich würde das ja gerne ausschalten. Hallo? Ah, jetzt. Ja. Sehr bitter. Ich mache mal den Aim Assist rein und den Vision auch. Aber Other und Griefing lasse ich weg. Und werde ihm das einfach genauso drücken. Und den schönen, und so weiter und so fort. Nochmal hier ein riesen Dank an Gerdinger. Ich weiß nicht, ob er das letztes Mal überhaupt gesehen hat. An dich wegen den ganzen Skins, die du rüber getradet hast. Sehr, sehr nice von dir. Generell vielen Dank an alle, die mich reich beschenken, damit diese ganzen Giveaways auch immer schön weiterlaufen können. Die Tage wird übrigens das nächste Giveaway starten. Seid schön am Gucken. Die Giveaway-Gewinner werden, ich sag's ja auch einfach nochmal, in einem Video genannt, in einem CSGO-Video natürlich. Aber in dem Video steht nicht irgendwie oben drin, Achtung, hier werden auch die Gewinner bekannt gegeben. Es ist einfach ein CSGO-Video, in dem ich die Gewinner nenne. Und keine Sorge, oder beziehungsweise denkt bitte nicht, dass ich die sofort am Anfang sag. Also man muss das Video schon schauen, dass man, ihr wisst schon, das ist der doppelt-, dreifach- und achtfach Schutz gegen Skingeier. Ja, also guckt die Videos zu Ende. Wenn ihr denn bei so einem Giveaway mitmachen wollt, dann würde ich euch raten, die Sachen zu Ende zu gucken, sonst verpasst ihr vielleicht euren Gewinn. Wenn man gesagt wurde oder wenn ich dann eben die Gewinner bekannt gegeben habe, dann haben diese 14 Tage Zeit, sich die Skins abzuholen, also mich anzuschreiben unter dem Video selbst, so, ey, ich habe gewonnen. Und ja, wenn man das nicht schafft innerhalb von den 14 Tagen, dann geht der Skin einfach wieder in den Giveaway rein. Nicht zwingend in das nächste, aber dann irgendwann wieder mit dazu. Ja, okay, dann vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.